Ja, herzlich willkommen zu dem Let's Play Heiler Special. Und zwar will ich euch heute mal den einfachsten Dungeon Heiler zeigen, den ich bis jetzt gesehen habe. Im Grunde braucht er nur eine Taste. Und zwar spiele ich hier in Zauberer. Und der hat ja die Zwielichtmatriarchin. Einmal beschworen, könnt ihr die besondere Fähigkeit der Zwielichtmatriarchin für 3791 Magika aktivieren, um sie selbst und bis zu zwei freundlich gesonnene Ziele für 6843 Leben zu heilen. Ne? Vier Leute sind mal, zweimal drauf gedrückt, ganze Gruppe wieder voll geheilt. Um noch ein bisschen den Schaden zu unterstützen, haben wir jetzt noch explosiven Begleiter, den grenzenlosen Sturm. Wir haben noch ein Schild für uns selber, gehärteter Schutz und wir haben die Sturmblockade. Auf der Backbar haben wir dann noch Schwäche gegen die Elemente. Das ist aus der Zerstörungsstab-Skill-Linie. Damit können wir nochmal die Magieresistenz des Gegners senken. Wir haben hier noch die Woge. Die gibt uns größere Brutalität und größere Zauberei, was Magie und Waffenkraft um 23% erhöht und uns außerdem noch ein bisschen heilt. Genau, und hier noch die beiden Begleiter, dass die auf beiden Bars bleiben. Wir brauchen aber im Grunde nur die eine. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Buff-Food rein. Ah, und vielleicht nochmal die Taschen leeren. Kleinen Moment. So, Taschen aufgeräumt. Buff-Food eingeworfen. Als Buff-Food habe ich jetzt die Kronenstärkungsmale, geht aber auch mit Max Ausdauer, Max Leben, Max Magiker-Food. Und dann melden wir uns mal als Heiler an. Sollte ja hoffentlich fix gehen. Oh, Eldengrund 1. Da war ich, glaube ich, mit dem Zauberer noch gar nie. Ihr seid an den falschen Ort gekommen, mein Freund. Genau, Sturmblockade, schwere Angriffe. So, wo ist die Quest? Warum sehe ich denn die nie? Sehr interessant. Kein Questgeber da. Nee, sehe ich's nie? Keine Ahnung. Habt ihr den Questgeber gesehen? Ich nie. Schnell hinterher. Beim empirischen Licht. Schneller. Halt. Ihr geht nicht weiter. Ne, wieder die Sturmblockade. Und sobald jemand Schaden nimmt, einfach mit der Taste heilen. Jetzt nicht lang. Total easy. Macht sich richtig gut. Nicht gegen einen Stiftsvogt. Dazwischen schwere Angriffe. Einfacher geht es nicht. Damit erfüllen wir zumindest mal zwei
der ganzen Aufgaben der Heiler. Mit der Sturmblockade aus dem Gleichgewicht buffen wir die Gruppe und wir heilen die Gruppe. Das Schild auf uns selber nie vergessen. Und dann einfach schwere Angriffe. So. Wenn wir jetzt natürlich noch wollen, so als Ulti den Sturmadronarchen habe ich, könnten wir jetzt noch die Buffs von der zweiten Leiste holen. Damit setzen wir die Resistenzen vom Boss nochmal runter und buffen unseren eigenen Schaden und unsere eigene Heilung. Damit sind wir nochmal ein bisschen besser. Aber das muss auch nie unbedingt sein. Das könnt ihr machen, wie ihr es wollt. Wenn ihr es ganz einfach haben wollt, lasst das weg. Wenn ihr noch ein bisschen besser die Gruppe supporten wollt, dann nehmt ihr das noch mit. Eine Taste und wieder voll. Das ist schon echt schick. Macht sich echt nice, spielt sich ziemlich einfach. Also wenn ihr mal einen Heiler ausprobieren wollt, dann ist der Zauberer echt gut geeignet. Yeah.
Fortschritt zufrieden sein. Ihr Orks wisst, wie man im Dreck wühlt. Das muss man euch lassen. Verbrennt es! Zündet es an! Cheosbart, welch Gemetzel! Es ist gute Arbeit. Wenn ihr einen Eintopf zubereiten wollt, müsst ihr ein paar Fische ausnehmen, richtig? Kommt, lasst uns diesen Altar auseinandernehmen! Dieser spürt immer noch eine magische Präsenz. Es muss noch einen Altar geben. Ah, hier. Gedankt, ihr habt die erschöpft. Ich werde alle um. Ich weiß nur. Nice. Da hatte ich nur das letzte Mal vergessen abzugeben. Oh. Nice, nice, nice. Was jetzt? Nice. Spielt sich gut. Ein bisschen helfen könntest du mir schon, Typi, hä?
Bisschen wenig Schaden, aber es geht. Also, der Heiler kann noch tanken. Wie witzig ist das denn? Warum rennst du denn dahinter? Gut, weiter geht's. Ja, raus damit. Neue suchen. Cool, cool, cool. Ja, da sind wir wieder voll. Also geht doch solo in so einem Dungeon oder fast solo. Na? Ihr werdet mich nicht aufhalten. Mein Fürst kommt mit einer Armee, die diesen Krieg für die Altmar beenden wird. Jo, nice, 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 nice. Also hat Oranet ihre Seele vollständig verkauft. Und Level up. Der wird darüber nicht glücklich sein. Akara, schaut, genau wie ihr befürchtet habt. Tja, und was sagt er? Nicht ganz schlecht, der Kleine, oder? Also macht auf jeden Fall Spaß. Macht zwar jetzt nicht wirklich viel Schaden, aber muss er ja auch nie. Als Heiler damit kommt auf jeden Fall schnell in Dungeons rein, könnt die Gruppe vernünftig heilen und passt. Gut, können wir eigentlich gleich noch eine machen? Ein paar Minuten haben wir ja noch. Und dann schauen wir mal. Makara kann dies nicht für ihn erhalten. Niemand!
Schiosbart, ich hätte nicht gedacht, dass der heutige Tag so schrecklich enden würde. Nun gut, da das mit dem zweiten Dungeon jetzt nie geklappt hat, irgendwie der Gruppenfinder gesponnen, würde ich sagen, reicht das auch für heute. Also hier, der einfachste Heilerbild, den ich bis jetzt gesehen habe. Wenn ihr den mal ausprobieren wollt, macht euch einen Zauberer, holt euch die Pets und schon geht das los als Heiler. Einfach nur eine Taste, alle voll. Macht sich wirklich gut. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefallen hat. Tanken kann er ja auch, wie ihr gesehen habt, zumindest so ein bisschen. Passt das schon. Gut, dann wie immer, wenn euch die Videos gefallen, abonniert den Kanal, teilt, liked die Videos, kommentiert schön und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.